Hallo, ist der Senior Didi. Anschließend an der letzten Sendung machen wir jetzt nochmal D-Moll, natürliches Moll oder das reine Moll oder das Ur-Moll, sagt man auch dazu. Es gibt noch harmonisches Moll und melodisches Moll, aber wir spielen jetzt zu F-Dur die parallele Tonleiter D-Moll natürlich. Ne? Ist die natürliche Molltonleiter. Und wir nehmen als Hintergrundkadenz, als Backing-Track oder als Background oder wie man das alles schimpfen kann, oder Hintergrundmusik, machen wir D-Moll, HB-Dur, G-Moll, A-Dur, D-Moll. Ne? Das lassen wir immer als Schleife spielen und üben dann die D-Moll-Tonleiter. Jetzt haben wir ja gesehen, wie die aussieht. Die Langtonleiter haben wir gezeigt. Das ist die hier. Grundton D, D, D. Alles, was wir in der Langformtonleiter in F-Dur gespielt haben, Grundton F. Dieses Grüne kann man sich jetzt wegdenken erstmal. Und wir spielen das jetzt in D-Moll. Die Fingersätze und die Lagenwechsel, das bleibt alles bestehen. Nur die Grundtöne, die verändern sich. Und zwar von F nach D. Grundton D. Grundton D, D. Hoch und runter spielen ist die Langformtonleiter D-Moll dann, ne, wenn man dann mit den Gelben anfängt. Und mit den Grünen anfängt, ist es F-Dur. Aber wenn wir jetzt D-Moll improvisieren, machen wir jetzt alles in Gelb, ne? Fünfte Muster nochmal zeige ich mal ganz kurz nochmal. Vierte Muster haben wir alle schon gelernt. In F-Dur. Und im vorigen auch nochmal gesehen. Ja. Haben wir trocken geübt. Und jetzt machen wir das mit dem Background. Das heißt also, die Kadenz, die nehmen wir jetzt auf. Wieder auf dem Tonband. Eine Loopstation oder wenn man hat einen Rhythmusgitarrist oder eine Gruppe, wo man das zusammen spielt, ne? Dann fängt man an mit dem Rhythmus, Schlagzeuger zum Beispiel oder eine Rhythmusmaschine. Dann kommt der Rhythmusgitarrist, der spielt dann D-Moll, HB-Dur, G-Moll, A-Dur, D-Moll, ne? Und das macht man dann als Schleife. Und darauf improvisiert man halt die fünf Muster und die Langtonleiter in D-Moll. Ne? Alles mit einem gelben Ton anfangen. Und dann zeige ich euch jetzt mal auf die Gitarre. So. Also wie gesagt, man kann sich aus der F-Dur-Tonleiter beziehungsweise zu der parallelen Tonleiter in D-Moll kann man sich mehrere Kadenzen zusammen zaubern, ja? D-Moll, C-Dur, HB-Dur, A-Dur oder D-Moll, C-Dur, A-Dur, C-Dur. D-Moll. Aber wir spielen heute das mal mit D-Moll als Hintergrundmusik. D-Moll. HB-Dur. Also das heißt im Grunde von H einen halben Ton zurück. H-Dur, HB. Oder A ist, ne, ist derselbe Ton. Eine harmonische Verwechslung. Aber wir gehen von D-Moll, wenn wir zurückgehen, C. Das ist ein HB, ne? H vermindert. G-Moll, A-Dur und D-Moll. Das sind vier Akkorde. Nochmal D-Moll, HB-Dur, G-Moll, A-Dur. Danach kann man jetzt schön dann auch die D-Moll-Tonleiter spielen. Da braucht man das nicht schnell machen, sondern richtig schön, ja, ist im Grunde schön langsam, softy
und richtig toll zu üben, Alter. D-Ton, ne? Immer mit einem D-Ton anfangen. Alles da gelbe. So, das lassen wir mal den Rhythmus dazu laufen. Ich habe das schon mal aufgenommen. Also, die Akkorde D-Moll, H-B-Dur, G-Moll, A-Dur und D-Moll, die lasse ich jetzt als Hintergrund laufen und übe dann die C-Dur, D-Moll-Tonleiter dazu, ja? Das heißt also, alles, was wir in F-Dur gespielt haben, können wir weiterspielen, alle fünf Muster. Langtonate, aber wir fangen jetzt mit unten mit D an, ne? Nicht mit F. D, ne? Oder D? Erste Muster, ne? D. Zweite Muster. Dritte Muster. D, ne? D. Muster. D, ne? D. Fünfte Muster. Ja.
vierte Muster. Abschlag, ne? Thank you.
Gitarre kann man auch mit dem Mutter wieder hier oben auch zwei, drei weiterspielen. Ne? Zweite Muster.